Wenn Sie einen Blick auf unsere Anzeigentafel rechter Hand werfen, sehen Sie die Nummer 282 beim letzten Abendmahle, übrigens aus der Feder von Domkapitular Christoph von Schmid, der ein großer Dichter und Pädagoge war, hier an unserer Kathedrale tätig gewesen ist und der leider auch an einer Seuche, die damals in Augsburg grassierte, verstarb. Er hat dann eine Bestattung im engsten Kreis nur gehabt. Beim letzten Abendmahle, die Nacht vor seinem Tod, nahm Jesus in dem Saale Gott dankend Wein und Brot. Nehmt, sprach er, trinket, esset, das ist mein Fleisch, mein Blut, damit ihr nie vergesset, was meine Liebe tut. Dann ging er hin zu sterben, aus liebevollem Sinn, gab Hein uns zu erwerben, sich selbst zum Opfer hin. O, lasst uns ihm ein Leben von jeder Sünde rein, ein Herz ihm ganz ergeben, zum Dankesopfer weihn. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, gestern Abend waren wir noch mit Jesus in Bethanien bei seinen Freunden. Eine Szene großer Vertrautheit, eine Salbung wird vorgenommen. Heute wieder eine Mahlgemeinschaft, aber viel ernster, ein Abschiedsessen für Jesus. Und ein Wermutstropfen liegt darüber. Gestern große Liebe, heute Freundschaft, die letztlich verraten und verkauft wird von Judas Iskariot. Jesus deutet das an. Jesus sagt es ihm auf den Kopf hinzu, seinem in Gänsefüßchen Freund Judas Iskariot. Dann geht er hinaus, Judas. Und Johannes, der Evangelist, bemerkt lapidar, es war Nacht. Judas tauscht das Licht um Jesus herum im Abendmahlsaal ein mit dem Dunkel der Nacht. Und wenn Johannes von der Nacht spricht, dann meint er nicht nur den Wechsel zwischen Tag und Nacht. Er redet vom Dunkel, von der Nacht der Seele. Judas geht hinaus in die Nacht seiner Seele, in seinen Schatten, in seine Schuld, in seine Sünde. Auch um uns herum ist heute Nacht, obwohl wieder ein Sonnentag hinter uns liegt. Nacht der Angst, Nacht des Zweifels, Nacht einer noch unbekannten Zukunft, die vor uns liegt, für manche auch Nacht der Einsamkeit. Ich denke an die Menschen in den Alten- und Pflegeheimen, die ganz allein sind, nicht nur jetzt im Leben, sondern, wenn es soweit kommen sollte, auch im Sterben. Es war Nacht. Bitten wir den Herrn darum, dass wir in dieser Karwoche auch die Nacht aushalten, dass wir Menschen, die uns lieb und teuer sind, spüren lassen,
dass es Lichtblicke gibt, nicht, dass wir sie streicheln, dass wir ihnen die Hand geben, dass wir auch körperliche Nähe mit ihnen haben, aber auf andere Weise. Meine Mutter liegt in einem Altenheim. Sie liegt dort nicht nur den Tag über, sie kann aufstehen, sie ist geistig hellwach. Und mir bleibt im Moment auch nichts anderes übrig, um sie zu sehen, dass ich mich unten auf die Straße stelle und zu ihr hinaufschaue in den zweiten Stock. Vorher Anruf, der Bertram Meyer kommt und sie öffnet dann das Fenster und winkt mir voll Freude zu. Ich habe ihr erst gesagt, Mama, du grüßt schon wie der Heilige Vater. Meine lieben Schwestern, liebe Brüder, schenken auch wir einander Zeichen der Nähe in Zeiten, wo Distanz angesagt ist. Schenken wir einander Lichtblicke, wenn das Dunkel und die Nacht sich um uns breitet. Dann teilen wir auch schon jetzt die vorösterliche Freude miteinander. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, hilf uns, das Gedächtnis des Leidens Christi so zu begehen, dass wir von dir Verzeihung erlangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen. Als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert. Er verbarg mich im Schatten seiner Hand. Er machte mich zum Spitzenpfeil und steckte mich in seinen Köcher. Er sagte zu mir, du bist mein Knecht Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Ich aber sagte, vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft umsonst und nutzlos vertan. Aber mein Recht liegt beim Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammle. So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt und mein Gott war meine Stärke. Und er sagte, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Lob sei dir, Herr,
König der ewigen Herrlichkeit. Sei gegrüßt, du unser König. Dem Vater gehorsam lässt du dich zum Kreuze führen, wie ein sanftes Lamm, das man zur Schlachtbank führt. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Innersten erschüttert und bekräftigte: Amen, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er damit meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu, es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus denn spreche. Da lehnte dieser sich zurück an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm: Was du tun willst, das tu bald. Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten viele, Jesus wolle ihm sagen: Kaufe, was wir zum Fest noch brauchen. Oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortete: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus entgegnete: Du willst für mich dein Leben geben? Amen, Amen, ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Freundschaft kann so schön sein. Es gibt glückliche Stunden, doch ein Sprichwort sagt: Den wahren Freund erkennt man in der Not. Das hat auch Jesus erfahren müssen. Und wir erleben es jetzt Tag um Tag. Deshalb bitten wir. Du, unser Vater, stärke alle Menschen, die du zu einem besonderen Dienst in Kirche und Welt berufen hast, wenn sie dabei auf Ablehnung und Widerstand stoßen. Wir bitten dich, erhöre uns. Tröste jene, die niedergedrückt werden von dem Gefühl, dass ihr Bemühen um das Gute vergeblich war. Wir bitten dich, erhöre uns. Erweise dich denen als sicherer Halt, die durch schwerwiegende Veränderungen in ihrem Leben gerade den Boden unter ihren Füßen zu verlieren drohen. Wir bitten dich, erhöre uns.
Leuchtet ihn Völkern auf, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes von Hunger, Unterdrückung und Krieg. Wir bitten dich, erhöre uns. Führe unsere Verstorbenen durch das Dunkel des Todes ins Licht deiner Herrlichkeit. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du, Herr Jesus Christus, bist unser Freund und geht mit uns durch dick und dünn. Wir danken dir für deine Treue und bitten auch für uns, lass uns dir treu bleiben und mit dir gehen, alle Tage unseres Lebens. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns Brot, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen das Brot vor dein Angesicht, damit es für uns zum Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, Frucht des Weinstockes und der menschlichen Arbeit. Wir bringen den Kelch vor dein Angesicht, damit er für uns zum Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Lasset uns beten. Sei uns gnädig, Herr unser Gott, und sieh auf die Opfergaben deines Volkes. In dieser Feier schenkst du uns Anteil am heiligen Mahl, führe uns auch zum Hochzeitsmahl des ewigen Lebens, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deines Erbarmens zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn wiederum kommen die Tage, die seinem heilbringenden Leiden und seiner glorreichen Auferstehung geweiht sind. Es kommt der Tag des Triumphes über den alten Feind. Es naht das Fest der Erlösung. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und beten vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, Ordensleuten und Missionaren und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Gottes Kinder und wir sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, darum bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt, aber Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehest unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort wohnt Gott der Herr. Mit und für alle Menschen, die jetzt den Leib Christi nicht empfangen können, beten wir mit Worten, die dem heiligen Pater Pio zugeschrieben werden. Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament hier gegenwärtig bist. Ich liebe dich mehr als alles andere. Nach dir verlangt meine Seele.
Da ich dich aber jetzt nicht wirklich im Heiligen Sakrament empfangen kann, komm doch wenigstens geistigerweise in mein Herz. Aus der Tiefe meiner Seele begrüße ich dich bei mir. In Liebe vereinige ich mich mit dir. Lass nicht zu, dass ich mich je wieder von dir trenne. Amen. Wir singen Nummer 773, die ersten drei Strophen. Lass mich deine Leiden singen, dir des Dankes Opfer bringen. O du schuldlos Gottes Lamm, unsere Sünd am Kreuzes Stamm. Jesus, drücke deine Schmerzen tief, recht tief in unsere Herzen. Herr, lass deines Todes Pein nicht an uns verloren sein. Ins Gericht für Sünder treten und zu deinem Vater beten. Seh ich dich am Ölberg jetzt, Herr von blutgem Schweiß benetzt. Jesus, drücke deine Schmerzen tief, recht tief in unsere Herzen. Herr, lass deines Todes Pein nicht an uns verloren sein. Dich zu binden, dich zu schlagen, zu beschimpfen und zu plagen, naht sich deiner Feinde Schar, und du gibst dich willig dar. Jesus, drücke deine Schmerzen tief, recht tief in unsere Herzen. Herr, lass deines Todes Pein nicht an uns verloren sein. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns in diesem Mahl die Gabe des Heiles geschenkt. Dein Sakrament gebe uns Kraft in dieser Zeit und in der kommenden Welt das ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Eine ruhige und gesegnete Nacht schenke euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.